blues time. Forte. Wahnsinn. Wow. Hello, beautiful people, piano lovers. I'm here in Hamburg. Shigeru Kawai is on stage, my favorite piano. And today I will speak about my career and about my favorite music instrument. Welcome. Ciao ragazzi, qui Silvan. Lo sapete dove sono? Hamburgo. E qui alla Leishalle su uno dei più bei strumenti che esiste, Shigeru Kawai, un pianoforte a coda, troppo buono. Salut les amis, comment ça va? Je suis ici à Hambourg, en Allemagne. Je vais parler en allemand de mon piano préféré et j'espère que ça vous plaît aussi mes petites ma petite musique de boogie boogie. Hey, hallo zusammen! Ja, es ist so schön hier in Hamburg zu sein und ich habe mein Küchenkästchen mit dem Käsekücheli daheim gelassen. Entschuldigung, Hochdeutsch. Also, ich bin Silvan Zing, ich komme aus der Schweiz. Es ist für mich eine ganz große Freude, hier in Hamburg in der bekannte, renommierte Leishalle mein Lieblingsinstrument vorzustellen und meine Lieblingsmusik. Herzlich willkommen! Hey! Eines Tages hat mich dann meine Mutter bei einer Klassischlehrerin angemeldet. Ja, ich weiß noch, dann bin ich dann zu ihr nach Hause und durfte auf diesem Flügel, ich hatte ja noch keinen Flügel zu Hause, nur ein Klavier dann, als kleines Kind, und durfte dann auf diesem großen Flügel diese klassischen Werke üben. Was ich natürlich dann immer ein bisschen anders gemacht habe, als die Lehrerin möchte. Ich habe dann immer wieder ein bisschen Improvisation reingemacht. Also ich habe dann 4 oder 5 Jahre ausgehalten mit klassischer Musik. Es hat mir eine gute Basis gegeben, aber einfach improvisieren in der Richtung des alten Jazz war dann meine Vorliebe. Meine klassische Lehrerin, das war die Maria Pia. Oh, ich bin immer zu ihr nach Hause. Die hatte einen Flügel. Und da muss ich da Noten. Hat sie gesagt, con sentimento, Silvio. Und dann dass sie einen Kaffee machen kann, einen Espresso. Silvan, studia, studia, weiter üben.
Sobald sie rausgegangen ist in die Küche, habe ich so gemacht. Dann ist sie zurückgekommen, da habe ich. Hatte sie den Zucker vergessen? Das war einfach improvisieren. Das war mein Leben. Und mit so einem Flügel, da kann man ja nur so spielen. So toll. Ha, üben, üben, üben. Ja, Blues ist natürlich meine große Liebe. Blues, seit ich natürlich mit B.B. King spielen durfte, das war einmalig. Dann in jedem Konzert, das ich gebe, ist immer ein Moment für ihn, dedicated to the big, one and only B.B. King. Thank you so much, B.B., for your music. Das war für mich die größte Ehre. Dann durfte ich da auf der Bühne sein mit B.B. King, mit Carlos Santana und noch andere Musiker. Ein Traum. Allerdings ist er nachher nach 3 Jahren auch gestorben. Ich bin dann zu seiner Beerdigung eingeladen worden als einziger europäer Musiker. Das war auch eine ganz große Ehre, dass ich da als einziger weißer Musiker bei der B.B. King Beerdigung dabei sein durfte in Mississippi. Improvisieren hat mir immer gefallen, auch schon in der Schule habe ich gerne improvisiert, als man da zum Beispiel mit der Blockflöte in der Schweiz, muss man dann Blockflöte lernen in der Schule, da war ich immer der Erste, der dann 2, 3 Töne mehr gespielt hat. Und das habe ich dann auch auf dem Piano so gemacht, ich habe dann noch Posaune gespielt eine Zeit lang, aber Piano hat mich immer fasziniert und ich habe mich immer geübt, am Abend geübt und dann ist es so,
diese Musik so eigentlich in mein Blut geflossen. Und man, zuerst spielt man als kleines Kind dann Boogie Woogie und vielleicht dann mit der ersten Liebe, die kaputt geht und so, dann entdeckt man auch den Blues. Das ist natürlich wichtig, das ist auch eine Lebenserfahrung in dem Blues. Und das macht mir so viel Spaß. Ich habe ja schon alles spielen müssen in meinem Leben. Als kleines Kind habe ich da schon Geburtstagsparty unterhalten. Ja, da kam dann eine Freundin, dann die nächste und alle wollten den Silbernzink an ihrem Geburtstag. Und dann die zukünftige Schwiegermutter war alle zufrieden. Konnte man da nicht entscheiden, welche? Ich habe mich für den Flügel entschieden. Ob ich jetzt in Afrika spiele oder jetzt in Korea oder in Norwegen oder in Panama, man kann einfach alle zusammenbringen. Und das ist, denke ich, auch in der heutigen Welt wieder wichtig, dass wir uns als eines sehen und nicht immer diese auch ich und du. Und man kann immer verbinden. Und das hat sich da unten so festgefühlt, dass diese Musik verbunden hat. Auch zum Teil diese die Weißen mit den Schwarzen zusammen, was vielleicht vorher hatten die Weißen zusammengespielt. Und plötzlich nach dem Konzert war alles, waren alle happy, mit einem schönen Lächeln. Und das ist das Schönste. Wenn ich von einem Konzertsaal, ob jetzt das hier ist oder in einer Schule in Afrika, wenn ich rausgehe, möchte ich einfach, dass die Leute was nach Hause bringen, Emotionen. Und das ist das Schönste. Didu. Freiheit. Eine Hommage an Oscar Peterson himself. I would like to play now Hymn to Freedom with his beautiful grand piano. Also das war Liebe auf den ersten Blick, Touch, würde man sagen. Also Shigeru Kawai war für mich eine, wie wenn der Himmel aufgeht, die Sonne rauskommt, ein blauer Himmel. Alles stimmt, es stimmt alles. Den Ton, für meine Stilrichtung ist das ganz schön. Da kann ich zum Beispiel mit einem Blues, da muss es richtig sanft sein. Und dann wenn man ein Boogie Woogie, da kommt richtige Power raus. Man kann so viele Dynamik reinbiegen, das Instrument. Das ist praktisch wie wenn jetzt das Matterhorn an den Malediven wäre. Oder du hast den höchsten Berg und hast den tiefsten See, alles in einem. Kann man das so sagen? Na. Let's fight for our freedom. Okay,
Jetzt gibt's Pizza, gibt's jetzt Pizza mit Rucola. So gut. Oh, ich habe ein Stück Pizza gegessen. Jetzt hatte ich 2 Monate keine Pizza. Oh, jetzt muss ich aber stoppen. Jetzt darf ich keine mehr. Und da habe ich natürlich, was war jetzt nochmal die Frage? Das weiß ich nicht. Stell mal konkret. Du machst ja. Jetzt habe ich zu lustig. Ja, jetzt bin ich hier in Hamburg. Das ist so toll als Schweizer. Oh, jetzt habe ich das Mikrofon getuschelt. Fang nochmal an. Und was nicht viele Leute können auf der Welt, ist mit meinem eigenen Bein kann ich einen Konzertflügel hochheben. Darf ich das mit dem Mikrofon? Gut, also ich möchte jetzt was spielen. Shigeru Kawai! So, super. Aber das nächste Mal mit Leuten gerne.